Einfach schön weiter Shift und rechte Maustaste drücken und los geht's. Ab und zu mal einsammeln. Wie viel haben wir? 50, okay. Wird ja langsam. Kriegen wir doch alles hin. So, auch hier nochmal. Plüpp. Und dann machen wir den zweiten hier noch voll. Na komm, schneller, schneller. Ich habe keine Zeit. Tja, okay. Passt natürlich jetzt wieder nicht ganz, aber egal. So, nochmal 32 Cobblestone und die 10, die legen wir uns einfach mal dahin. So, wie sieht's mit dir aus? Infested, infested. Oh, das sind noch welche. Ah, der ist noch nicht ganz fertig. Der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig. Die sind noch nicht. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen. Dann müssen wir noch ein bisschen Steine kloppen. Apropos Steine kloppen. Nehmen wir uns die 10 halt gleich mal mit. So. Stick. Und davon kriegen wir 16. Jawohl. Und jetzt schon fertig? Immer noch nicht. Na gut. Machen wir uns noch einen Stack. Irgendwie habe ich Angst, dass mir irgendwann mal die richtige Maustaste von meiner Maus wegfliegt. Plöpp. Und noch 16. Ja, 14. Na, einer zu viel. Mist. Okay, dann machen wir uns einmal die noch fertig. So. Also wir haben hier schon 2,5 Stacks. Ist doch super. So. Komm. Machen wir uns noch einen fertig, oder? Machen wir uns noch einen fertig. Einen machen wir uns noch. Einen so ein Stack. Heilloses Geklicke. Und damit haben wir den nächsten wieder fertig. So, und egal, was das Spiel mir jetzt sagt, ich nehme jetzt, hab noch einen, okay. Wir nehmen uns den Croc, gehen mal an irgendeine Seite hier und sammeln mal ein bisschen ein. Wie viel haben wir denn? Einen? Einen? Ach, da drüben liegen noch welche. Okay. Ah, 21, das ist doch schon mal eine ganz andere Zahl. So, die 21 könnten wir zur Wolle machen. Oder wir machen uns hiervon zwei Stück. Dann brauchen wir im Moment, was war das? Das waren, glaube ich, zwei Sticks. Mal gucken, ob ich es aus dem Kopf her hinkriege. Eins hier, weg da. Nein, dich. Gut. Ha, Oaksief, jawohl, sehr schön. Oaksief haben wir jetzt auch schon. Dann können wir uns nämlich schon mal die ersten Materialien. 7. Ob 7 natürlich gut ist, ist eine andere Frage, aber wir können es. So. Gleich mal hier hin. So, und was können wir uns 7? Wir können uns zum 7 erstmal hier einen Hammer bauen. Stonehammer. Nehmen uns mal einen, naja, halben Stack Cobblestone, hätte ich gesagt. Und machen mal los hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste gehen, ne? Genau, 8 geht. So, dann hier einmal zerkleinern bitte. Damit haben wir aus Cobblestone Gravel gemacht. Oder Gravel. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit haben wir Sand. Und dann können wir das Ganze hier nochmal machen. Dann machen wir aus dem Sand, machen wir uns dann einfach ein bisschen Dust. So. Okay, dann haben wir den Dust. Wir hätten schon alle Vorprodukte natürlich auch durchsieben können, aber wir machen das jetzt erstmal mit Dust. So, jetzt mit der fröhlich, mit der rechten Maustaste hier draufklicken und rumklicken und tun. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen Material raus. Nicht viel, aber immerhin etwas. So, komm. 3. Übrigens, ich könnte mal hinten langsam den Baum noch fällen. Komm. Mach den auch noch fertig. Oh, Redstone. Sehr schön. So, das können wir natürlich jetzt alles, was wir gesiebt haben. Oh, Powdered Iron Ore. 8 Stück. Wir haben unser erstes Eisen.
Das packen wir alles mal da rein. Das werden wir gleich weiterverarbeiten. Das schmeißen wir da rein. Die schmeißen wir mal da rein. So, die 8 Powdered Iron. Schwupp. Können wir Iron Ore Dust draus machen. Iron Ore Dust können wir in den Ofen schmeißen. Und können sie einfach mal durchbrennen. Was anderes haben wir hier nicht. Ne? Genau, okay. Gut, dann haben wir nämlich gleich unsere ersten zwei Eisen. Erstes Eisen. Und? Zweites Eisen. Na komm. Jawohl, zweites Eisen. Sehr gut. Wir bräuchten aber theoretisch noch ein drittes, ne? Okay. Dann machen wir es mal so. Moment. Map. Waypoints. Remove. Die machen wir weg. Ja, nicht schon wieder auf die Schnauze hauen. Na, eine können wir noch. So. Dann machen wir dasselbe nämlich hier mal für Gravel. 8. Da. Gut. Und weg damit. Oh, hallo? Warum ihr zwar nicht? Na gut, dann eben nicht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Geht zwar jetzt nicht auf, aber ist egal. So, muss ich nicht ganz so weit nach hinten laufen. Gut. Gut. Jetzt haben wir 16 Dust. Die 16 Dust, die jubeln wir auch gleich nochmal durch. In der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal genügend Eisen kriegen. So. Mach mal hin. Ist natürlich momentan noch ein bisschen händisch alles, aber okay. Ich lese hier gerade in dem Chat etwas, was ich nicht ganz verstehe. Kunst du eigentlich in den Chat? Ja, ich gucke in den Chat. Wenn er das meint. So, gleich fertig. Schauen wir mal, was wir diesmal alles rauskriegen. Na komm, schneller. Und das letzte. Jawohl. So, haben wir das auch schon wieder. So, das brauchen wir nicht. Das. Glowstone, oh cool. Osmium. Iron, genau 16 Stück. Sehr schön. Aluminium-Ohr. Brauchen wir eigentlich gerade im Moment nicht, oder? Na, machen wir weg hier. Infuscolium. Oh, das ist wieder Metallurgie. Lässt grüßen. Blaze Powder. Tin. Skystone, Zeitosquarz und 3 Bone Meal. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Bone Meal. Das ist ein bisschen unser Problem. Für den nächsten Schritt zumindest. Und wir brauchen ein bisschen Regen für den nächsten Schritt. Aber gut. So, packen wir hier nochmal rein. Wir haben noch mehr, ne? Okay, genau. Wir haben hier noch mehr. Machen wir mal 4. Sollen wir uns eigentlich... Ich wollte mal ganz kurz nachschauen, ob man die Iron Axe verwenden kann. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Wollen wir uns eine bauen? Ach komm, warum nicht? Wir probieren es einfach mal. So, schon mal gleich wieder ein paar Erfahrungspöbelchen gesammelt. Sticks hat man keine mehr. Dann machen wir uns hier mal eine Axe. Jo, sieht so aus, wie wenn man sie tatsächlich verwenden könnte. Okay. Dann verwenden wir sie halt auch mal. Geht auch das Abbauen hier viel schneller. Muss man natürlich ein bisschen mehr Obacht geben. Und jetzt bauen wir uns mal ein Stückchen nach oben. Und machen das oben mal weg. So, hier. Kein mehr. Okay, na dann machen wir einfach hier. Landet auf der Insel. Sehr gut. Landet auf der Insel. Sehr gut. Und wie wir sehen, das Abbauen, beziehungsweise das Decayen, also das Entfernen der Blätter, geht relativ schnell vom Spiel her. Das liegt nämlich auch noch an einer Mod, die mit dabei ist. Random Things. Da ist das anscheinend eingestellt, dass auch die Blätter relativ schnell verschwinden. Was eigentlich ein Vorteil ist. So, dann machen wir dich hier hin und dann machen wir hier nochmal. Füllen wir einfach mal beide auf.
Läuft. So. Baum, wachse. Schon erledigt. Okay. So, Holz sieht ja mittlerweile gut aus. Wir haben schon wieder über einen Stack da. Passt. Wollen wir uns gleich mal, wisst ihr was, wir machen gleich mal das hier. Check. Und packen die dann da rein. Genau. Brauchen wir mittlerweile... wir brauchen was zu essen. Ich sollte mal auf meine Essensleiste schauen. Halt. Bevor wir Äpfel essen, gibt es ein interessanteres Alternativchen, nämlich das hier. Da brauchen wir einen Stein und eine Pressure Plate, die aus zwei Steinen besteht. Ich hätte mal gesagt, die drei Steine können wir wohl locker brennen. So, nehmen wir raus. 1, 2, 3. War das richtig? Ein Stein und zwei Steine. Ja, genau, dann war alles richtig. Komm. Ach, braucht ihr wieder. Wir müssen hier sowieso drauf warten. Währenddessen können wir hier drüben nochmal 24 von den Dingern hier aufstellen. 1, 2, 3. Oh. So. Okay. Hammer hält noch. Gut. Einen haben wir nicht geschafft, aber okay. Mit dem können wir leben. Dann... Wir brauchen... Hammer? Ja, passt. So. Dann... Und hier noch einen hin. So. Mal gucken, wie lange der Hammer noch hält. Okay. Schön hier bleiben. Nicht wegfliegen. Okay. Dann nochmal bis Dust. Genau. 6, 7, 8. So. Ich glaube, ich werde die Plattform gleich noch ein bisschen erweitern. Dass ich hier keine Angst haben muss. Ich könnte natürlich auch einfach einen Rand hinbauen, ne? So. Der Hammer wird es nicht aushalten, glaube ich. Ja, genau. War klar. Machen wir es halt 9. So, 2 Sticks haben wir noch. Sticks rein. So, noch ein bisschen wieder sortieren. Stonehammer, fertig. Und weg damit. Haben wir. Oh, wir haben einen Sand übersehen. Okay. Habe ich mich irgendwo verbaut. Na gut. So. Während du dich hier noch weiter infizierst, was wir ein bisschen beschleunigen könnten, weil wir ja ein paar mehr von den Dingern haben. Machen wir hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Gut. So, dann können wir hier wieder weiter fröhlich vor uns hinsieben. Und hier natürlich. Wir haben ja noch ein paar übrig. Ich klemme. Gut. Okay. Schön fröhlich weiter sieben. Bis zur Voyager ist kein weiter Weg. Nein. Nicht wesentlich. Außerdem Voyager hat man schon mal. Ich habe was anderes geplant. Und es wird nicht ganz 20 Uhr werden, Olli, weil wir haben hier nicht Computer Craft drauf, sondern Open Computers. Das sind die Rezepte etwas umfangreicher. Wie du weißt, glaube ich, nicht? Wir kennen ja den Entwickler. Apropos Entwickler, ganz wichtig. Montag, Termin, ganz wichtig, bei euch im Kalender eintragen. Wir haben wieder Livestream, zusammen mit den Mighty Pirates. Dringend gucken, ja, ganz wichtig. Wir haben nämlich wieder auch ganz viele tolle Themen für diesen Montag geplant. Ja, also, dabei sein, ganz wichtig. So, die letzten zwei Blöcke. Da ist der letzte. Und kriegen wir nochmal, wie abgesprochen hätte ich was gesagt, 24 Eisen. Das ergibt schon mal 6. Dann haben wir hier nochmal, wisst ihr was, das packen wir jetzt einfach mal alles in die Kiste hier wieder rein. So, jawohl, haben wir. Zink brauchen wir gerade nicht, Tin brauchen wir gerade nicht, Osmium brauchen wir gerade nicht. Ach, das können wir einfach mal drin lassen, oder? Ja, genau. Eigentlich nicht so wichtig. So, und die 6 hier packen wir uns da rein.
So, und dann machen wir uns hier nämlich das da. Eine Pressure Plate und den da hier. Dann können wir uns nämlich mal um unseren Hunger kümmern. Das ist nämlich der Chooser. Ganz wichtiges Tool. Den Chooser packt man zusammen mit den Äpfeln da rein und kriegt Apple Juice. Apple Juice hat eine... Man kriegt 2,5 Keulen, sag ich mal, zurück. Seht ihr da rechts in dem... Overlay hätte ich beinahe gesagt. Overlay ist ja falsch. Im Tooltip. Und wobei uns der Apfel nur 2 gibt. Also der Juice ist deutlich, naja, ist besser. So. Und dann können wir uns mal ein bisschen hier satt trinken. Oder? Wollen wir? Ach komm, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, dann hauen wir uns den letzten auch noch gleich rein. Genau. Apple Juice haben wir. Dann haben wir hier nochmal das und das. Und dann haben wir hier Dirt. Das sieht gut aus. Und was wir jetzt mal machen ist, um uns weitere Nahrungsmittel zu besorgen, packen wir... Machen wir das jetzt? Ne, das machen wir erst nachher. Machen wir es nachher. Wir kümmern uns erst nochmal um das Bäumchen hier. Gucken wir mal. Oh nein, ist noch nicht so weit. Haben wir noch irgendwas zum Durcharbeiten? Das Iron können wir noch wegpacken. Haben wir schon 3 Iron Ingots? Sehr gut. Und dann könnten wir uns theoretisch nochmal ein bisschen Kohle herstellen. Weil das kann nie schaden, etwas Kohle zu haben. Kohle ist immer gut. So, Kohle und die 11. Wir haben noch. Ja, wir haben noch welche in der Kiste. Können wir hier reinjagen. 3 Stück, reicht. Können wir nämlich die zweite hier auch noch voll machen. So, dann kompostieren die beiden hier. Kriegen wir noch mehr Dirt. Passt. Läuft. Ist gut. Gucken wir uns nochmal um nach dem Buch. Wie könnten wir uns das nämlich wieder craften? Wo haben wir es denn? Da. Nein. Das normale Buch. Und aus dem normalen Buch kriegt man dann das Questbuch, glaube ich, raus. Ne? So irgendwie sowas war das. Okay. Das normale Buch kann man aus Paper und Leder, Paper und dem da hier herstellen. Okay. Sieht ja noch schlimmer aus dem Erebus. Okay. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Interessant ist dabei eigentlich nur der Punkt Paper. Wie kommt man Paper an? Klar, über Sugarcane ist klar, Sawdust. Mhm, sehr klar. Dann haben wir hier noch Papyrus. Haben wir nicht. Alte Bücher haben wir auch nicht. Haben wir ja alles gerade verloren. So, was ist gerade? Presser. Welcher Presser ist das? Ist das der von Pam? Könnte der von Pam sein? Ist das der Presser von Pam? Schauen wir doch mal. Der Presser von Pam. Es gibt nur einen Presser. Der Presser von Pam besteht aus 6 Eisen. Okay. Hier brauchen wir nochmal 2 Eisen, 2 Redstone, ein bisschen Stone. Haben wir so viel Eisen da? Haben wir so viel Eisen da? 9. Also, bauen wir uns halt mal einen Presser. Es ist zwar irgendwie völlig neben der Spur, dass wir uns jetzt einen Presser bauen, aber egal. So, wir brauchen 2. Redstone haben wir genug. Stein haben wir auch genug. 1, 2, 1, 2. Und dann brauchen wir da oben noch 1, 2. Und damit haben wir 2 Pistons. Piston, Piston. Und einmal und zweimal. Und dann haben wir schon unseren Presser. Sehr gut. Ein Presser. Ist zwar momentan irgendwie... ich finde es ein bisschen fehl am Platz, aber egal. Tschüss, Block. Oh nein, der Block ist geblieben. Cool. So, dann haben wir hier den Presser. Und in dem Presser versuchen wir jetzt mal, ob das geht. Wir nehmen jetzt einfach mal... Ach komm, so ein Viertel ins Deck. Er tut wirklich was. Oh, Spannung. Boah, wir kriegen Papier. Jawohl, wir kriegen Papier. Cool, cool. Okay. Ja. Was wir total jetzt vergessen haben. Wir müssen uns nochmal ein paar Crocs bauen. So. Machen wir einfach so. Zack. Einer und noch einer. So, dann. Wo sind sie hingefallen? Da haben wir sie. Da haben wir noch ein paar. Noch was? Irgendwie hier runtergefallen? Sehe ich noch irgendwas? Nö. Okay. So, dann einmal den Teil hier abhauen. Und natürlich gleich wieder
den Baum anpflanzen. So. Gottes Willen, wir haben schon 8 Papier. 8 Papier. Wahnsinn. Wahnsinn. 8 Papier. So, und dann brauchen wir nämlich noch Folgendes. Wir brauchen hier noch... das war ein bisschen viel. Ich glaube, so viel brauchen wir. Und die teilen wir auf... einmal, das reicht sogar schon. Und dann war das so. Und so. Und... man sollte vielleicht das Papier auch noch rausnehmen. So, Papier. Wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch. So, und dann brauchen wir noch das Questbook. Questbook. Es regnet. Moment. Ich mache hier bloß mal ganz kurz frei, dass hier auch der Regen reinkommt. Questbook. Ach. Ach. So schwer ist das. Wir nehmen ein Buch und einen String und nehmen das Zeug so raus und haben unser Questbuch. Sehr gut. Ha, wir haben wieder unser Questbuch zurückbekommen. Sehr schön. So, warum ich hier schnell die Erdblöcke raus habe. Für die es noch nicht kennen. Wenn hier über den Oak Barrels nichts ist, ja, wie man hier gerade sieht, und es regnet, füllen die sich mit Wasser. Super Geschichte. Passt. Optimal. Wie viel haben wir jetzt hiervon? 8. Und dann brauchen wir noch... genau. Wir könnten uns mal schnell versuchen. Schnell. Noch ein paar mehr zu basteln. 2 vielleicht noch. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. So, die packen wir einfach da hinten dran. Dass wir gleich ein bisschen mehr Wasser haben. Nicht mehr Wasser aus dem Meer, sondern mehr, einfach mehr Wasser. So. Der Stream wird übrigens auch hochgeladen, lieber Suigetsu. Wie üblich, ne? Ich hoffe, und das ist natürlich der Vorteil, wenn es funktioniert, dann haben wir den Stream hier in, naja, HD-Ready-Qualität und auf YouTube dann in Full-HD mit etwas Glück. Naja, aber ihr wisst ja schon, ne? Glück und nicht Glück, wir werden gucken, was wir da kriegen, nicht? Und mittlerweile läuft der Stream schon. Wow, 1 Stunde und 13 Zuschauer. Ich bin fasziniert, weil ich habe den Stream eigentlich nicht angekündigt. Ich habe nur vorhin einfach den Stream gestartet und gewartet und dann kamen plötzlich Zuschauer. Super. So, nachdem wir jetzt endlich unser Questbuch wieder haben, können wir mal gucken. Oh. Sollen wir uns nochmal 4 Oak Barrels bauen? Naja, an Holz man jetzt eigentlich nicht, ne? So, die 4 haben wir. Dann brauchen wir nochmal... komm, falsch drauf. Das war natürlich komplett falsch. So. Reicht immer noch nicht, aber... wir können dann uns so gleich ein paar von den Oak Barrels abbauen. So. Wenn ihr das Palim Palim hört, dann hat sich jemand dazu entschlossen, uns zu folgen. Finde ich gut übrigens, Dankeschön. Ne? Wäre das auch mal wahr, ich habe es nämlich leider nicht gesehen. Aber macht auch nichts, derjenige wird schon wissen, was er tut. Oder auch nicht. Komm, wisst ihr was? Pfeift drauf. Machen wir uns nochmal. 1, 2. Schließen wir die Quest einfach ab. Das da dahin. So, jetzt haben wir die 4. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Vorteil dabei ist, wir kriegen einen Flux-Infused Croc, wir kriegen einen Chance Cube, einen Red Heart Kanister und wir kriegen Äpfel. Und, ene Minimum, eure Entscheidung, links, Mitte, rechts, was wollt ihr haben? Das Pack kann man sich herunterladen beim Cursed Minecraft Downloader. Ja, also ihr könnt noch entscheiden, links, Mitte, rechts. So, können wir den Croc hier noch zu Ende verwenden. Und gleich wieder nachpflanzen. Genau, Curse. Über den Curse-Downloader gibt es das Teil. Rechts. Gut, der erste sagt rechts. Dem traue ich mal. Rechts. Claim Reward. So, was haben wir denn bekommen? Ein Basic Reward Pack. Gut. Epic Bacon! Und das ist ein Basic Reward? Okay. Den nehmen wir mit. Du, packen wir doch mal da rein. Den packen wir uns gleich woanders hin.
komm. Die vier Oak Barrels lassen wir mal im Menü da. Okay. So, was macht man mit dem Red Heart Kanister? Ihr habt hier oben ein Rüstungssymbol. Und in dieses Rüstungssymbol könnt ihr diese Red Heart Kanister reinpacken. Wenn wir jetzt hier einen Moment warten und ihr voll seid, was Essen anbelangt, seht ihr links unten, dass ich jetzt ein halbes Herzchen dazu bekomme, was jetzt in Orange scheint. Und jetzt ein ganzes Herz. Genau das ist dieser Red Heart Kanister. Wir haben jetzt quasi ein Herz mehr. Sehr gut. So, und einen Presser haben wir auch schon. Sehr gut. Ja, wenn wir jetzt schon hier beim Questbuch sind, gucken wir einfach mal rein. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir 7. Das haben wir alles schon. Ja, wir haben hier nochmal noch ein Reward. Ihr könnt wieder wählen. Links. Der Oli sagt die goldene Mitte. Okay, diesmal nehme ich einen Oli. So, mal gucken, was wir jetzt haben. Boah, ein Legendary Reward Pack. Ich habe Angst, es aufzumachen. Ihr wisst doch, meine Reward... Lieber Reward Pack Gott, lass diesmal etwas Gescheites drin sein. Ach du Scheiße. Diese Chance Cubes, die werden mich, glaube ich, noch umbringen. Aber egal. So, die packen wir erstmal da rein. Warum, werdet ihr dann später nochmal irgendwann sehen. Weiß natürlich nicht, ob heute oder in den nächsten Folgen irgendwann. Ja, und es sind wirklich faszinierende Rewards diesmal. Also die meisten Rewards, die ich bisher so bekommen habe beim Testspielen, waren also wirklich gut. Okay, dann schauen wir mal weiter. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir noch... Da oben, hier, haben wir auch schon. Wiederum, links mit rechts, bitte einmal wählen. Ich werde das dann gleich rausnehmen. Und währenddessen gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. 7. Okay. Das haben wir. Hier. Broken Copper. Okay. Okay. Mach mal Broken. Ja, ob der Basic besser war, weiß ich nicht. Diese Chance Cubes können gute Rewards beinhalten, können aber auch ganz schön scheiße sein. Und da gibt es dann bei einer späteren Quest hier in der Reihe gibt es noch was, was besser ist. Links, alles klar, links. Okay, links, links nehmen wir. Gut, was haben wir diesmal bekommen? Ein Basic Reward Pack. Okay, so, Basic Reward Pack. Wieder schön gen Himmel schon, ne, schauen wir gen Erde. 27 Fantasy Blocks. Okay. Nehmen wir einfach noch mit. Nehmen wir mit. Ist okay. So, in dieses Herzchen hier drückt man einfach die rechte Maustaste. Und ich habe jetzt wieder 3 Leben. Super. Ich muss natürlich hier wieder Obacht geben, dass ich nicht von meiner Plattform stürze.